und weitergesprungen. Und zwar massiv gegen dieses Rammervieh da vorne. Einfach, weil ich die XP haben möchte, die in seinen Körper stecken. Mit dabei ist natürlich wieder meine OP-Taktik. Und irgendwo ist auch Bones, der mich hoffentlich immer mal heilt. Obwohl ich bin knapp unter Hälfte HP, glaube ich, ne? Autsch. Jetzt nicht mehr. Aber er könnte zumindest mithelfen. Ich weigere mich gerade die letzten... Das ist lächerlich! Ich würde gerade sagen, ich weigere mich die letzten 3 HP von diesem Vieh mit der Kanone und wird so hauen und habe quasi gerade alle Lebenspunkte verloren. Aber wir sind ja eh knapp unter der Hälfte, weil Bones mich jetzt wieder hochheilt, aber es ist sehr ärgerlich. Stirb, Schildkröte. In der letzten Episode erwähnte ich übrigens, dass es mich gewissermaßen stört, wenn so wenige Buchstabenabkürzungen diese Spiele bezeichnen oder irgendwas von mir ist auch, ihre Bedeutung verlieren bzw. ihre Bedeutung verändern, weil halt irgendwas anderes jetzt neu und cool ist. Und ein Beispiel, was ich ganz vergessen habe zu erwähnen, woran ich gerade erinnert wurde, ist TFT. TFT wird für mich, wahrscheinlich für alle Zeit, immer wenn ich es lese, The Frozen Throne heißen. Also wie Warcraft 3 The Frozen Throne, das DLC schlechthin, beziehungsweise das Add-on für Warcraft 3, was das Spiel halt damals richtig krass nach vorne gebracht hat. Also das Meer ist der natürliche Feind des Menschen. Das weiß jede Wasserleiche. Nett. Warum sagt er mir das ja von ihm genau an der Stelle? Oh, auf jeden Fall, also Frozen Throne war damals seinerzeit, war legendär. Weißt du, wie das in der GameStar hat, das 94%-Punkte gekriegt. Das war damals unerhört. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele mittlerweile auch 94 gekriegt haben, aber das war halt, damals war das so, die war so 93, das höchste, was ein Spiel haben konnte. Und das Warcraft 3 hatte, glaube ich, 92 oder 93, ich glaube nicht mal 93 oder 91. Und also Frozen Throne hatte dann halt 94. Auf jeden Fall steht TFT aber nicht mehr bei der Jugend für Frozen Throne, sondern für Teamfight Tactics. Ey, wir haben Patty gefunden. Uhu. Ich ahnte ja da schon, dass wir sie finden werden. Ja. Patty! Du? Aber du lebst. Du Mistkerl. Ich dachte, du wärst tot. Was zum... Hey, finde Patty. Ja, ich war übrigens tot. Wo ist eigentlich Bones hin? Okay, wir lassen uns hier verrecken, weil ich habe hier kein Interesse an ihr. Vor allem, ich war tot. Sie hat mich doch begraben. Das hat sie doch gesehen. Ist sie dumm? Ja, sie ist dumm. Verdammt. Wie kann das sein? Du warst doch tot. Ja, ich weiß. Aber ich lebe noch. Aber ich habe dich begraben. Es ist etwas komplizierter. Da bin ich ja mal gespannt, wie du mir das erklären willst. Ich habe meinen Geist verloren. Ja, klar. Das habe ich schon immer gewusst. Nein, hör zu. Es ist ernst. Das Schattenreich greift nach mir. Ich habe nur eine kurze Gnadenfrist. Wer weiß, wie lange. Ich bin nur noch eine wandelnde Leiche. Rede nicht so einen Unsinn. Du stehst doch völlig lebendig vor mir. Nun, das. Vertraue deinem Bruder. Es ist wahr. Ich komme auch noch nicht so gut damit zurecht. Ich muss meinen Geist wiederfinden. Sonst widerfährt mir noch Schlimmeres als der Tod. Na schön, aber wie? Ich weiß es noch nicht genau. Ich arbeite noch daran. Ich könnte dabei deine Unterstützung gebrauchen. Aber natürlich. Jetzt, wo du da bist, gehe ich dir nicht mehr von der Seite. Wo ist dein Schiff? Ich habe als erstes Fragen. Oh. Wie bist du nur auf Kila gelandet? Nach deinem... Naja, die Scheiße an der Krabbenküste eben. Bin ich nach Takarigua gefahren. Doch dort waren diese verdammten Schatten schon überall. Sie hätten uns fast erwischt. Doch wir konnten fliehen. Ich habe Boos und seine Männer noch nie so schnell Segel setzen sehen. Tja, Warum bist du nicht bei Boos und seinen Männern geblieben? Vergiss es. Schon während der Überfahrt hat Boos das Kommando an sich gerissen. Und als wir an Land gingen, wurde es immer schlimmer. Einer ging des Nachts in eine dunkle Höhle und kam nicht wieder. Ein anderer gaffte mich ständig an und verfolgte mich überall hin. Und immer wieder dieser Kerl, der am Lagerfeuer stand und das Ende der Welt predigte. Auf der kleinen Insel auf der anderen Seite der Bucht war ich sicherer. Du hast unser altes Schiff Boos Männern überlassen? Wie ich schon sagte, ich musste vor ihnen fliehen. Das Schiff war mir da ziemlich egal. Toll. Ich habe mich um Slim gekümmert. Dieser Schuft ist schuld an dem Schlamassel auf der Krabbenküste.
Wegen ihm hätte ich dich fast für immer verloren. Er wird so schnell niemanden mehr in die Irre führen. Na, hoffen wir's. Der Stamm der Kieler macht keine halben Sachen. Ein bisschen Mitleid habe ich jetzt doch mit ihm. Er hätte es sich eben vorher überlegen sollen, wem er ans Bein pinkelt. Du bist schon wie Vater. Nur dünner. Ich habe eine Schaluppe. Schaluppe? Du brauchst ein Schiff. Ich weiß, aber ich kann es mir ja nicht aus den Rippen schneiden. Dann werde ich hier auf Kila warten, bis du ein ordentliches Schiff hast. Bei dem kleinen Ding bin ich dir doch nur unnötiger Ballast. Unnötiger Ballast. Davon hat es auf jeden Fall eine Menge. Komm mit. Du hast schon jemanden, der dich begleitet. Jo. Der mich auch vor allen Dingen heilt. Okay, also Patty steht hier absolut nutzlos rum. Naja gut, dann kann sie doch auch bleiben. Würde ich sagen, ne? Wir müssen schließlich noch irgendwie... Was muss ich noch holen? Ich glaube, so einen Jadestein brauche ich noch, ne? Was hat Bones eigentlich für ein Schwert? Hat der auch so ein... Ist das so ein Schwert wie... Er hat sich gerade teleportiert. Das kann er. Warum kommt er sonst nicht mit? Ich weiß übrigens nicht, warum ich mir überhaupt noch die Mühe mache, hier die ganzen Affen zu töten. Das ergibt sich halt irgendwie so, ne? Ja, das ist echt das Schlimmste, ne? Vor allem, wie weit die dich auch staggern, ne? Wenn sie dich von hinten schlagen. Oder, ist ja eigentlich egal, wo sie schlagen, aber... Du kommst halt zu nichts mehr. Was ist... Ich würde gerade sagen, meine Lebensmittel sind gerade mehr oder weniger optimal, weil ich war irgendwie bei 49% oder irgendwas in der Nähe davon zumindest. Und dann heilt er dich halt um, keine Ahnung, 25% oder was auch immer sein Heal ist. Weiß nicht, ob das ein fester Wert ist oder prozentual. Und dann steht man natürlich schon ziemlich gut da. Jetzt bin ich zum Beispiel knapp unter der Hälfte, da heilt er nicht ganz so viel. So, haben wir jetzt eigentlich genau, das war eine schimmernde Perle. Achso, ich muss die Dinger aufreißen. Ach, das ist noch gar nicht gesagt, dass ich das hab, die Perle. Nee. Zählt die ernsthaft als Plunder, die komische? Geschafft. Okay, das Ding ist eine normale Perle. Wo ist denn jetzt hier das? Ist bestimmt total geil, wenn man erstmal irgendwie so gefühlt 100 Muscheln aufreißen muss. So Muscheln, sind die besonders leicht zu essen? Ich weiß nicht, dass es so extra Austernmesser gibt. Geschafft. Na bitte. Ein Kompliment von Patty. Der Heal war eigentlich durch. Ja, Heiler, berühmte letzte Worte, nicht wahr? Eine schillernde Perle. Sie sieht fast wie ein Auge aus. Mensch. Ach guck mal, Patty hat sich eine Hütte gebaut. Der Heal war durch. Als ob. Da glaubt dir keiner. Die Büsche haben gerade hier so geflackt und es sah gerade für einen kurzen Moment so aus, wie gibt es hier so Hitzeflimmern. Gibt's nicht. Hat er eigentlich irgendein Spiel Hitzeflimmern als Effekt? Far Cry 2 würde sich anbieten. Zumindest lustigerweise ein Spiel, was ich gespielt habe, auf absolut unadäquate Hardware. In 800x600. Das war ein großartiges Erlebnis. Und das weiß ich noch, wie das war so schlimm damals. Das lief halt irgendwie in der niedrigsten Auflösung, ohne Grafik, ohne alles, weil das halt nicht flüssig war, spielbar. Und ich habe es dann irgendwann mal testweise auf die höchsten Grafikeinstellungen, die möglich waren, hochgestellt. Und dann lief das so mit 3 FPS. Und dann könnte ich halt Screenshots machen. Die Screenshots sahen auch echt gut aus. Aber es war halt leider unspielbar so. Und das spielt ja in Afrika. Und du hast so andauernde Malaria-Anfälle. Da hätte es auf jeden Fall einen Hitzeflimmern geben können, aber ich habe ja halt in Potato-Qualität gespielt, also keine Ahnung, ob es das die gab. Egal. Ich weiß übrigens auch nicht so richtig, was ein Moonkin eigentlich ist. Ich kenne nur die Nightkin und das sind Mutanten in Fallout. Ach guck mal, eine Maki-Beere. Ich will mal prüfen, dass ich mitnehmen kann. Schön. Was? Leonard, wer ist denn Leonard? Warte, du bist doch... Nein, du bist keiner von diesem Pack, oder? Warum rennt denn eigentlich auf jeder Insel so ein komischer Magier rum? Muss ich das verstehen? Nein, ich bin auf der Durchreise. Gut, du siehst auch nicht aus wie einer von denen da draußen. Alles Verrückte, sag ich dir. Alles Verrückte. Besser, du kommst denen nicht zu nah. Ja.
Was macht jemand wie du auf dieser Insel? Ich bin Wächter der Magier und auf großer Mission unterwegs. Das ist ja toll. Ich sammle Kristalle für die Magier. Mein Los fiel auf diese Insel hier. Tja, und wie du siehst, bin ich immer noch da. Und? Schon Kristalle gefunden? Ja klar, jede Menge. Ach verdammt, warum erzähle ich dir das eigentlich? Weil ich dich gefragt habe. Ja, richtig. Aber das geht dich doch eigentlich gar nichts an. Du bist halt ein ehrlicher Mensch. Ach, verdammt! Das hat mein Vater auch immer gesagt. Hört, hört, er hat also viele Kristalle. Das ist ja eine Information, die ich überhaupt nicht missbrauchen werde. Selbstverständlich. Erzähl mir mehr über die Magier. Das kann ich leider nicht tun. Die Magier sagten mir, ich solle besser den Mund halten und gar nichts erzählen. Dass du Kristalle sammelst, auch nicht? Verdammt, siehst du? Genau deswegen. Ich kann einfach keine Geheimnisse bei mir behalten. Zeig mal deine magischen Kristalle. Das könnte dir so passen. Du nimmst sie mir doch bestimmt weg, oder? Ich dachte eher an einen kleinen Handel. Na gut, ich sag dir was. Ich gebe dir meine magischen Kristalle, wenn du mir hilfst, meine Ausrüstung wiederzufinden. Er hat doch alles. Handschuh, Schwert, Klamotten, ist doch alles da. Was will er denn noch? Wo hast du deine Ausrüstung verloren? Ich habe am Fuß des Berges dort im Norden gegraben. Doch dann kamen diese widerlichen Wasserbiester. Ich musste mich schnell aus dem Staub machen. Da habe ich alles stehen und liegen lassen. Ist ja ärgerlich. Hast du sonst noch etwas, was du mir verkaufen kannst? Klar, schau dir an, was ich habe. Ich habe gerade so einen Müdigkeitsschub. Es tut mir sehr leid, wenn ich ins Mikrofon gehe. Ne? So ein bisschen zumindest. Rezept für einen Oberzepter? Nee. Trank der Überzeugung anscheinend. Silberzunge 27 macht ja. Nicht schlecht eigentlich, ne? Energiewelle, Feuerregen. Was ist Kristallmagie? Rost. Ja. Yeah. Wenn du Rost dauerhaft kannst, wäre das bestimmt total gut, aber so. Okay, ich helfe dir, deine Ausrüstung wiederzubekommen. Sehr gut. Wie gesagt, ich lasse dann auch ein paar magische Kristalle springen, okay? Das ist ja geradezu großzügig von diesen Menschen hier, ne? Dass er ein paar magische Kristalle springen lassen möchte. Munkeln sind anscheinend Druiden, die zu Eulen werden, also quasi so. Hab dich gerade in die Kamera gezeigt, in einen, was du, lieber Zuschauer, auf YouTube nicht sehen kannst, aber es ist nicht interessant. So, was hat er denn hier noch? Er hat noch Jadesteine, kann ich die klauen? Ja. Er interessiert sich ja nur für magische Kristalle, nicht für Jade. Ding ist, ne? Oh, guck mal rum. Rum ist immer gut. Noch so ein Teleportstein. Gibt's hier auch irgendwo so ein Feld dazu? Also aktuell habe ich wesentlich mehr Teleportsteine als Teleporter gefunden. So. Bam, bam. Schnaps des Kämpfers, Höllenhund beschwören. Diese dummen Ätzbeschwörzauber, ne? Die sind so nutzlos. Das macht mich tatsächlich ein bisschen fertig, dass die Dinger so nutzlos sind, weil die. Also der Grund ist halt genau wie bei meinen normalen Begleitern. Die stehen halt sinnlos rum und machen halt irgendwelchen Bullshit und dann passiert gar nichts. Aber ich frage mich auch, warum die Begleiter nicht so aggressiv sein können, wie die Affen zum Beispiel. Oh, Hauptsache so eine Scheiße kann ich irgendwie. Aber wisst ihr, dass mich der Gorilla ignoriert? Noch. Vielleicht nicht mehr. Das ist ein Iro. Alter! Gibt aber da nicht mehr Schaden als bei uns machen? Können wir das gut timen? Wenn ich den Gorilla dauerhaft. Scheiß Riesenviecher. Ja, so riesig war der Gorilla jetzt nun auch nicht. Gorillas vom Aussterben bedroht? Ich hatte neulich irgendwas gelesen, dass irgendein Tier, was immer so. Pandas, genau, Pandas sind nicht mehr vom Aussterben bedroht. Glaube ich. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Und nur eine bestimmte Panda-Art. Ich hätte zumindest gelesen, dass irgendwie die vom Aussterben bedrohten
großen Pandas, keine Ahnung welche, anscheinend gibt es da verschiedene Arten, nicht mehr vom Aussterben bedroht sind. Bruder? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der heute da noch macht. Wer ist der offizielle Panda? Erledigt. Warum ist der... Achso, der würde mich gerade anspringen. Ich war gerade ein bisschen irritiert, warum der Vogel, wenn ich ihn mit einer Kanone anschieße, vor mir in mich reinfliegt. Als hätte ich irgendwie Magneten. Ja, ich würde natürlich jetzt erstmal das einzige harmlose Vieh hier am Strand. Schade, dass ich ihn nicht antäuschen kann. Und quasi erst das um was Kleines anvisieren mit meinem Schlag. Und dann der Schlag zum anderen Gegner gehen kann. Stattdessen muss ich tatsächlich immer herrlich sein, ne? Beim Zuschlagen. Pandas wollen sich halt nicht fortpflanzen, sind zu faul dafür. Ich dachte, die haben nur eine sehr begrenzte Fortpflanzungsperiode in Geschwangerschaft. Wollen die halt einfach nicht, weil die sind halt, die mögen halt ihre Ruhe und Privatsphäre. Also ich kann die Pandas da schon irgendwie verstehen, dass die keinen Bock haben. Sag mal, Bones, warum ist denn das Vieh immer noch nicht tot? Wie kann denn das sein? Das ist 1:1 das Geräusch aus Subnautica. Übrigens, apropos Subnautica, das kommt nächste Woche raus. Sub-Zero. Ich freue mich schon. So ein bisschen. Also, es kommt nicht raus, es kommt aus dem Early Access. Oder nee, jetzt kriegt ein Release, weil Spiel hätte man es schon seit Jahren können. Ich habe Uncharted noch nicht durchgespielt. Und ich habe das, beziehungsweise doch, ich habe Uncharted fast durchgespielt, aber das DLC ist ich habe ja rausgekriegt, dass es noch einen anderen Uncharted-Teil gibt. Das ist alles ganz so erschrecklich. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Ja, keine Ahnung, wie ich das mache. Ich weiß auch nicht, wie lang dieses Uncharted ist. Ich habe auf jeden Fall ich will das aber tatsächlich eigentlich spielen, das Subnautica, ne? Wo es bestimmt wieder 1000... Die hat noch gelebt, ne? Wo es bestimmt wieder total lange dauert. Ich hatte mit... Also nur Subnautica, nicht Sub-Zero. Below-Zero heißt das, ne? Hatte ich eigentlich viel Spaß, auch wenn es sich teilweise ein bisschen gezogen hat. Und weil es halt auch so ein Aufbauspiel war. Schwierig, deine Story-Fokus tatsächlich zu behalten. Gerade wenn man verwirrt ist. Aber ich nehme mal stark an, dass meine Fähigkeiten, die ich im ersten Teil gesammelt habe, mir auch im zweiten weiterhelfen werden. Und ich vielleicht nicht mehr ganz so planlos bin, weil ich jetzt mittlerweile weiß, dass ich irgendwelche Baupläne finden muss. Ich nehme mal stark an, dass es genauso ist in Below-Zero. Ich verbringe übrigens heute wieder gute Zeit damit, an irgendwelchen Stränden rumzustehen und Viecher zu erschlagen, ne? Du zockst seit 3 Tagen intensiv Dorfromantik? Da musst du mal den Eisbär zu fragen. Der Eisbär ist quasi Dorfromantik Pro. Der steht nicht mehr auf. Für die Leute, die es nicht kennt. Dorfromantik ist so ein Spiel, da hast du so ein... Es ist wie Carcassonne quasi. Es könnte genauso gut auch ein Brettspiel sein. Du hast halt so ein sechseckiges Raster. Und du kriegst halt vom Stapel immer so Karten, die du halt... So Rasterfelder, die du halt draufpacken kannst. Und dann gibt's halt... Die musst du dann halt irgendwie verbinden, weil du hast auf bestimmten Feldern, manchmal hast du so Sachen, die du sammeln musst. Zum Beispiel muss irgendwie so ein Wald muss aus 83 Waldstücken bestehen. Dann musst du halt den Wald irgendwie zusammenbauen. Manchmal hast du halt Ziel, dass du zum Beispiel genau 7 Wasserstücke ineinander bauen musst oder mehr, 7 oder mehr. Und nur wenn du diese Questzeit bevollständigst, kriegst du mehr Karten. Und kannst dann halt weiterspielen. Und dann musst du es halt immer am Laufen halten. Du musst halt so ein bisschen vorausschauend bauen, damit du hinter die größeren Sachen bauen kannst. Und dann gibt es manchmal auch Stücke, die 2 Sachen miteinander verbinden und irgendwie Platz dingst. Und dann baust du halt irgendwie. Und am Ende kriegst du halt irgendwie so eine Dorflandschaft raus. Das heißt, das Dorfromantik. Ist halt nicht ganz witzig für den Preis. Auf jeden Fall kriegt man ein bisschen was vom Boden. Ist aber auf Dauer ein bisschen eintönig. Aber das kann man ganz gut nebenher spielen. Also wenn auf Arbeit gerade nicht viel los ist, wäre Dorfromantik auf jeden Fall mein Tipp. Fände ich auch geil, dass das. Wenn du den Vogel nicht triffst, ist er trotzdem geaggrot, ne? Jetzt schlage ich ein paar Schädlein. Ja, hier leuchtet. Los, schlitzen wir. Ein Vieh weniger. Ja, wunderschön. Ja. So ist das Thema Dorfromantik. So, dann noch. Aber dann haben wir es erstmal schon wieder geschafft, ne? Ich hab das Sudala am Ende gestellt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Risen 3. Macht's gut, bis dann. Ich wünsche euch was. Ciao.